Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist der 4. März 2022 und bei diesem herrlichen Flugwetter dachte ich mir, ich drehe ein neues Drohnenvideo und zwar über die DJI Mini 2 direkt nach dem Intro. Ja, was gibt's Neues, beziehungsweise nicht ganz so Neues sind diese Stealth-Props für die DJI Mini 2 hier in dieser wunderschönen Babyblau-Farbe. Die gibt's auch in Rot und in Schwarz. Reine Geschmackssache. Was sollen sie bringen? Zum einen eine bessere Flugdynamik, eine bessere Aerodynamik, sprich ein besseres Flugverhalten. Sie sind ein bisschen steifer als das Original, werden blöderweise, aber das ist bauartbedingt, mit denselben Schrauben hier befestigt an den Brushless-Motoren. Und da tut sich gegenüber dem Original nichts. Wie gesagt, eine leicht andere Blattform hier, ein bisschen verwindungssteifer, aber sie sollen durch die leicht andere Form, also sie sind fast genauso groß wie das Original, ein besseres Fluggeräusch erzeugen. Fluggeräusch im Sinne von, sie sollen leiser sein, deswegen der Name Stealth. Und genau das probieren wir heute mal aus. Ja, ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme richtig gut rüberkommt. Die DJI Mini 2 mit den Stealth Props ist doch ein Tacken leiser und steht auch extrem stabil in der Luft, wie man hier so seitlich sehen kann. Und dann schauen wir uns doch mal das Flugverhalten an und dazu, ups, das ist ein bisschen nah dran, weg da. Und dazu schauen wir uns das Flugverhalten erstmal an und dann gucken wir mal, in welcher Entfernung überhaupt die Dinger, beziehungsweise also die Rotoren überhaupt noch zu hören sind. Okay, auf geht's. Okay, dann lass uns mal schnell auf den Controller hier gucken. Wir sind bei einer Distanz von 32 Metern. Die Drohne steht da drüben, ja, man kann sie gut sehen. Okay, jetzt haben wir blöderweise gerade ein Flugzeug über uns und da drüben haben wir noch ein bisschen Straßenlärm. Und ich höre nicht mehr allzu gut, ganz ehrlich, aber ich kann die Drohne nicht hören. So, das Flugzeug ist wieder ein bisschen weiter weg. Die Drohne steht da drüben noch bei einer Distanz von, was haben wir hier, 33 Meter, eine Höhe von genau einem Meter. Und ja, und wenn man genau hinhört, dann hört man noch ein ganz klein bisschen über den Straßenlärm da drüben noch so einen kleinen aggressiven Bienenschwarm. Aber das ist so gut wie nicht vernehmbar. Okay, dann fliegen wir noch ein bisschen weiter weg. So, wir sind jetzt bei 37 Metern, 39, 40, 50 Metern. Drohne ist da drüben. Keine Chance. Also ich höre wirklich gar nichts. Wie gesagt, ich bin nicht mit einem Lux-Gehör ausgestattet. Aber wer diese Drohne in 50 Meter Entfernung noch hören kann, über den Straßenlärm, der hat schon sehr gute Ohren. Okay, dann holen wir sie wieder mal zurück. So, wir sind bei einer Distanz von 46 Metern, 45, 40. Ja, super. Und im Hintergrund haben wir natürlich gerade eine Kreissäge, die losgeht. Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, im Wald hinter mir ist ein Baumfell arbeiten. Ich höre die Drohne nicht. So, bei einer Distanz von 25 Meter hört man so ein leichtes Summen. Aber das wird sofort wieder überdeckt von der Kreissäge im Hintergrund. Ja, und jetzt ist sie wieder hier bei 1,2 Meter Entfernung. Und da hört man sie wieder deutlich, war ja klar. Okay, Jungs, das ist nicht euer Ernst. Wenn ich hier meine Drohnenvideos mache, dann haben wir Jagdflugzeuge im Hintergrund. Eins, zwei, drei Stück. Und die sind wesentlich lauter als die DJI Mini 2, die höre ich jetzt noch. Okay, also somit kann ich natürlich keinen Lautstärke-Vergleichstest anstellen bezüglich der Rotoren von der DJI Mini 2 und den Kampfflugzeugen im Hintergrund. Ich denke, Fazit, nach der Landung können wir Folgendes ziehen. Ja, was lässt sich heute festhalten? Also die DJI Mini 2 ist mit den Stealth Props, die kosten so um die 15 Euro, extrem leise, also gerade für mich.
wirklich extrem leise. In 30, 40 Metern hört man wirklich definitiv gar nichts mehr. Erst recht nicht, wenn man Hintergrundgeräusche hat, wie zum Beispiel Straßenlärm da drüben, die Kampfjets im Hintergrund. Die haben natürlich nicht jeden Tag im Hintergrund, ist schon klar, aber irgendwie ein bisschen Lärm ist doch da. Und wenn es nur das Rauschen des Windes in den Bäumen ist. Also Flugverhalten ist 1A. Das heißt, sie ist extrem stabil in der Luft. Da sieht man kein Wackeln, kein Schaukeln. Und lässt sich auch wirklich extrem gut steuern. Flugverhalten im Sinne von Dauer des Fluges konnte ich jetzt nicht feststellen, weil die Variablen einfach zu groß sind. Da spielt noch eine Rolle, ob man sie jetzt längere Zeit hovern lässt oder ob man vorwärts zeitlich Rückwärtsbewegungen mit der Drohne vollführt, ob man im Sportmodus unterwegs ist, ob Wind herrscht etc. Und normalerweise hält sich die DJI Mini 2 ganz grob geschätzt zwischen 20 und 27 Minuten in der Luft. Da hat man auch noch, je nachdem welche Sicherheitsreserven man bezüglich des Akkus eingebaut hat, genügend Zeit, um eine gute Aufnahme in den Kasten zu bekommen. Ja, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus für die Stealth Props. Wie gesagt, 15 Euro ist eine gute Investition. Über die Farbe lässt sich natürlich streiten. Mir gefällt Babyblau ganz gut. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder einen kleinen Daumen nach oben. Und eure Kommentare gehen bitte hier unten in den Kommentarbereich hinein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.